Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar, wie ihr in dem Titel schon lesen könnt, geht es heute um meine Tattoos. Und zwar habe ich genau 2 Tattoos und ja, ich möchte gerne noch mehr Tattoos. Und ja, ich habe auch welche in Planung, aber dazu werde ich, glaube ich, ein anderes Video abdrehen. Ich möchte euch erstmal erzählen, wie mein erstes Tattoo verlaufen ist und dann wie mein zweites Tattoo verlaufen ist. Wir fangen direkt an und zwar zu meinem ersten Tattoo. Nachdem halt mein Papa gestorben ist und das halt sehr früh, wollte ich irgendwie dann ein Tattoo haben als Erinnerung und leider war ich natürlich noch viel zu jung, aber ich habe immer daran gedacht, später, wenn ich 18 bin, mache ich mir auf jeden Fall ein Tattoo. Nachdem dann meine Mama, als ich 14 Jahre alt war, auch verstorben ist, dachte ich mir, okay, du machst auf jeden Fall ein Tattoo. Ich wollte meine Eltern unbedingt auf meinen Rücken tragen, beziehungsweise ich wollte meine Eltern auf meinem Körper tragen, sodass die wirklich immer dabei sind. Und das hat so meine Bedeutung. Als ich 14 war, konnte ich mir leider noch gar kein Tattoo machen, aber ich habe mir sehr, sehr große Gedanken gemacht. Und meine Gedanken handelten immer von einer Rose, denn meine Mama hat Rosen geliebt und ich liebe ebenfalls Rosen. Deswegen, mein Name lautet ja MC Rosa hier auf dem Kanal und Rosa, so hieß meine Mama mit Vornamen und ich finde den Namen einfach wunderschön. Also ich würde mich gerne auch so nennen, aber leider geht das ja nicht. Deswegen Rosa, das hat eine Bedeutung für meine Mama und meine Mama soll einfach immer da sein, wo ich bin und ja. Auf jeden Fall habe ich mir halt lange Gedanken gemacht für das Tattoo und habe mir wirklich viele Zeichnungen zeichnen lassen und auch selber welche gezeichnet. Ich war eigentlich schon zufrieden, aber ich war halt eben zu jung und ja, mein Tattoo wollte ich dann auch mit 18 machen. Und wo ich dann halt auch 18 Jahre alt war, dachte ich, okay, du suchst dir jetzt erstmal einen Tätowierer oder eine Tätowiererin. Ich bin zu sehr vielen Tätowierer und Tätowiererinnen gegangen und habe mir immer die Sachen von denen angeguckt, wie genau die stechen, was die am besten stechen können und. Habe dann eine Tätowiererin gefunden und direkt einen Termin ausgemacht und Schablone mitgebracht. Die Schablone habe ich übrigens von einer Freundin zeichnen lassen, da sie wirklich echt gut zeichnen kann. Also danke nochmal. Und ja, daraufhin habe ich dann halt mein Tattoo stechen lassen. Und zwar an dieser Schulter. Ich blende euch einfach mal das Foto ein. Und zwar ist das eine Rose. Die steht eigentlich für mich, obwohl meine Mama ja auch Rosen liebt, aber das bin ich irgendwie. Und ja, oben und unten sind halt die Geburtsdaten auf Griechisch von meinen Eltern, oben meine Mama und mein Papa. Und das war mir wirklich sehr wichtig, denn ich muss auch sagen, seitdem ich das Tattoo habe, fühle ich genau das, was ich so erwartet habe. Ich weiß nicht, ob ihr da mitreden könnt. Ich fühle mich auf jeden Fall sicherer und ich weiß, meine Eltern sind immer bei mir. Auf jeden Fall kommen wir zurück zum Tätowieren. Das hat eine Sitzung gedauert und die Rose ist auf jeden Fall sehr schön schattiert. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gesehen. Und die Rose ist echt perfekt geworden. Mit den Buchstaben oben und unten bin ich jetzt noch nicht so zufrieden. Ich suche gerade einen Tätowierer, der mir das vielleicht ausbessern kann, weil dieses Tattoo hat wirklich eine sehr, sehr große Bedeutung und irgendwas weglasern zu lassen oder irgendwas sowas stechen zu lassen, finde ich halt nicht so cool. Ja, das hat nur eine Sitzung gedauert. Ich glaube, 2, 2,5 Stunden hat das gedauert und es hat mich 280 Euro gekostet. Ist eigentlich ein stolzer Preis, aber ich dachte mir, für meine Eltern gebe ich so viel Geld aus, wie ich nur will oder wie ich kann. Denn wie gesagt, die sind mir wirklich von großer Bedeutung. Ich muss sagen, das Tattoo hat gar nicht so doll wehgetan. Bei einer Freundin war das eben so. Sie hatte sich auch mehr am Nackenbereich ein Tattoo machen lassen und ich war halt dabei. Und sie hat zu mir gesagt, bitte mach dir kein Tattoo, das tut so unglaublich weh. Ich habe mir einfach nur gedacht, das ist mir so egal, das kann so schmerzen, ich mache es für meine Eltern. Auf jeden Fall bei mir, klar, es tut so weh wie kleine Nadelstiche, aber so extrem war es nicht. Obwohl ich auch sagen muss,
die Schattierung bei den Rosen, die hat doch schon wehgetan, aber es war auszuhalten, auf jeden Fall. Nachdem das dann halt frisch gestochen worden ist, sollte ich das ja auch pflegen und glaubt ihr mir, ich habe es gepflegt wie, ich weiß ich nicht. Ich habe es wirklich gepflegt wie mein Ein und Alles und ich wollte auch, dass es gut verheilt und keine Narben entstehen und ich habe auch nie dran rumgekratzt, obwohl es wirklich richtig heftig gejuckt hat. Aber ja, es ist wie gesagt verheilt. Ich war auch schon beim Nachstechen und beim Nachstechen hat es ein Herr gemacht, also jemand anders. Er meinte dann zu mir, hey, hör mal, die Buchstaben oben, die sind ja ein bisschen schief. Ich kann die dir ja korrigieren. So, und vorher ist das eben nicht so aufgefallen und er wollte sie halt korrigieren. Und beim Nachstechen war eigentlich auch alles in Ordnung so weit von den Schmerzen her. Also ich habe da wirklich kaum was gespürt. Und ja, zu Hause habe ich dann gesagt, hey Schatz, mach mal bitte ein Foto, ich möchte mir das mal genauer angucken. Und er schon so, wo er die Kamera gehalten hat und gerade ein Foto machen wollte, ey, das sieht noch schlimmer aus als vorher. Und ich, wie bitte, was? Und ja, ich war halt richtig enttäuscht. Und ja, also als ich das Bild gesehen habe, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt vorhin auch schon gesehen habt, aber die Buchstaben sind einfach mal dicker, mal dünner und ich möchte das Tattoo wirklich perfekt haben. Also da draußen irgendein Tätowierer, der das hier gerade guckt und sagt, ey, hör mal, ich mache dir das so perfekt, aber richtig perfekt. Ich verstehe dich und deine Bedeutung dahinter. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Trotzdem bereue ich das gar kein Stück. Ich bin immer noch stolz, dieses Tattoo zu tragen, weil ich weiß, es ist für meine Eltern und ja. Ich habe noch ein zweites Tattoo und zwar habe ich das mit meinem Freund stechen lassen. Das ist eine Bedeutung zwischen uns zwei und einfach der Glauben. Und es ist eigentlich ein stinknormales Kreuz und wir haben uns das an dem Nacken tätowieren lassen, beziehungsweise so hinterm Ohr hier. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Wir haben uns das stechen lassen, weil wir wirklich total miteinander verbunden sind und auch einen Glauben haben, weil uns beiden sind viele Schicksalsschläge passiert und ja, wir wollten einfach dieses Tattoo haben und ich bereue das wirklich kein Stück. Auf jeden Fall, ich kann euch das Tattoo einmal zeigen. Ich muss es natürlich noch nachstechen. Ich glaube, boah, das ist jetzt genau ein Jahr her. Oh mein Gott, das ist genau ein Jahr her, wo wir uns das gestochen haben. Das ist unser Tattoo. Wir haben es beide auf derselben Seite, weil ich das hier nicht machen konnte, da ich da wirklich einen sehr, sehr schwarzen und empfindlichen Leberfleck hatte. Ich habe mir den entfernen lassen und die Stelle ist immer noch sehr empfindlich. Also ich habe es lieber auf dieser Seite gemacht und er hat es aber auch auf der Seite. Finde ich gar nicht so schlimm. Denn man muss nicht immer nebeneinander stehen und die Tattoos müssen sich gegenüber sein, nee. Es war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das genau hier zu tragen, denn ich wollte das wirklich erst hier am Handgelenk haben, aber mein Freund wollte das nicht und da mussten wir uns natürlich einigen, wo kommt das hin? Ich meine, das Motiv wollten wir. Und ich weiß noch, bevor wir uns das gestochen haben, habe ich ihm einfach dieses Tattoo mit einem Edding auch hier aufgemalt, um zu gucken, wie das aussieht. Und ihm hat es total gefallen. Und ja, somit haben wir dann auch einen Termin ausgemacht beim Tätowierer. Das ging vielleicht 5 Minuten und hat stolze 50 Euro gekostet pro Person. Ja, ich mag das Tattoo und ich bereue dieses auch nicht. Ich habe auch noch vor, andere Tattoos zu machen. Also wie gesagt, wie am Anfang ich das schon gesagt habe, es ist auf jeden Fall was in Planung. Und wahrscheinlich auch wieder was mit Rosen. Ich weiß nicht, ich habe so eine Verbindung zu Rosen. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Dinge vor, aber wie gesagt, das kommt bestimmt in einem anderen Video. Wann, weiß ich noch nicht. Aber ja, damit ihr Bescheid wisst. Ich habe 2 Tattoos und ich liebe meine Tattoos. Die sind von voller Bedeutung und ich bereue es gar kein Stück. Schmerzen hatte ich auch nicht. Aber jeder Mensch hat eine andere Schmerzempfindlichkeit. Wenn ihr euch ein Tattoo stechen lassen möchtet, dann beratet euch bitte vorher gründlich
und nehmt am besten euer Elternteil mit oder eure Eltern, Geschwister oder beste Freundin, wie auch immer. Nehmt sie mit, lasst euch wirklich beraten. Macht das Tattoo nicht sofort. Das ist mein Tipp an euch. Überlegt lange, ob ihr das Tattoo haben möchtet, denn ich habe es wirklich mit sehr, sehr jungem Alter schon überlegt, wie und was und wo. Und macht es auf jeden Fall, macht daraus keine spontane Aktion. Ich glaube, das würdet ihr doch schon bereuen. Und am besten lasst euch doch stechen, wenn ihr erst 18 seid. Ich wollte natürlich auch erst eher, aber ich bin auch froh, dass ich gewartet habe, bis ich 18 geworden bin. Und bevor ihr euch überhaupt tätowieren lasst, lasst euch auf jeden Fall erstmal testen, wie ihr damit klarkommt, ob ihr da nicht irgendwie drauf reagiert, aber das machen meistens die Tätowierer. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Das war's bis hierhin und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss!